unter dem Motto »Lass die Narren doch regieren, dann wird Deutschland funktionieren«, führte der Tallenser Karnevalsclub 1963 e.V. am Samstag den 8. Faschingsumzug durch die Stadt. Bürgermeister Balzerowski sammelte eifrig Spenden für einen guten Zweck. Kindergärtnerinnen zeigten sich schon mal im Alter kurz vor der Rente mit 67. Und wie geht's heute so? Ja, fit, man sieht. Es flogen reichlich Bonbons, fast so viele Süßigkeiten für die leider nur wenigen Zuschauer entlang der Route zwischen Rathaus und Clubhaus. Zu Gast waren unter anderem die Karnevalsvereine aus Blankenburg und Quedlinburg. Im winterlichen Tale gestalteten die Teilnehmer einen Umzug, der nicht ganz an die närrische Menschenschlange der Vorjahre anknüpfen konnte. So schafften wir es auch ganz unkompliziert, den bunten Tross zu überholen und ihn dann noch mal kurz vor dem Ziel zu erleben. Auch hier hatten sich noch einige Zuschauer eingefunden. Lobenswert vor allem jene, die sich dem Anlass gerecht und für ein bisschen mehr gute Laune maskierten. Geht schnell, wir müssen älter werden, wa? Ja, ja. Mit 67 gibt's erst Rente. Guten Tag. Mit 67 gibt's erst recht. Bei den Witterungen, ja. Oh.
wird hier. Jetzt ist er wegen gestreift. Auch die Quedlinburger Karnevalisten ließen sich hier nochmals aus der Reserve locken. Wer von dem ganzen Chaos noch nicht genug hat, der ist herzlich eingeladen, wenn die Narren und ihre Anhänger bei den nächsten Umzügen durch die Städte marschieren.